Welt wieder los. Dann schaut man voran und man trifft durch die Stadt und jeder hat gesagt. Bereits Ende der 40er Jahre war es so, da hatten wir in Köln einen ersten Vorsitzenden. Heute haben wir mehrere im Vorstand, von denen bin ich einer, aber damals hatten wir einen. Und der eine war Mitglied der Roten Funken. Moritz Goldschmidt, der hat dann damals, so erzählt man sich, die Fahnen der kölschen Karnevalsvereine im Keller von der Ottostraße versteckt, damit die Besatzer die nicht mitnahmen als Kriegsfahne. Und deswegen haben, so erzählen wir uns und wir geben Ihnen das gerne so weiter, deswegen haben die Kölner traditionellen Karnevalsvereine ihre alten Fahnen von vor dem Krieg und aus ihrer Gründungszeit alle wiederbekommen. Und so sehen Sie kölscher Karneval und die Jüde von Kölle, Juden von Köln, die gehören zusammen. 1952, erinnere ich mich, da war ich ungefähr so klein wie einer von euch. Da waren wir in dem damaligen Elternheim und ich habe zu Hause noch ein Bild, wo ich da stehe, kleines Kind, neben dem Prinzenkarneval. Und heute stehe ich schon wieder hier oben, neben dem Prinzenkarneval. Ich bin ein bisschen größer geworden und ich habe auch einen längeren Hut. Levin Prinz, ich bin so froh, dass Sie da sind. Für uns ist das heute, wenn ich euch so anschaue, ein Sonnentag. Die Sonne scheint. Die Sonne scheint aus euren Augen. Dafür sind wir wirklich dankbar. Draußen liegt der Schnee, der Himmel ist grau, aber die Sonne scheint uns ins Herz. Dankeschön. Bevor wir hier ganz viel erzählen, sehe ich auch nicht nur Leuchten in den Augen, sondern auch vielleicht Fragen, Kinder. Habt ihr Fragen an uns? Ich habe eine Frage an die Jungfrau. Warum wolltest du unbedingt die Jungfrau sein? Weil ich von uns dreien die Schönste bin. Wollt viele Leute Prinz werden? Wer von euch würde denn ganz gerne mal Prinz werden? Da hast du deine Antwort. Ich glaube, viele möchten gern einmal Prinz, einmal Bauer, einmal Jungfrau sein. So, das Dreigestirn hat noch einige Geschenke mitgebracht, für die Kinder jetzt gleich. Ja. So. Vorher haben wir aber noch koscheren Wein mitgebracht für Schabbat. Also morgen ist ja wieder Schabbat und deswegen hat das Dreigestirn wunderbaren koscheren Wein mitgebracht, damit wir morgen zu Schabbat wieder den Wein trinken können, den wir zum Kiddusch brauchen. Vielen, vielen Dank, liebes Dreigestirn. Ja, die Jungfrau hat dieses Schabbatbrot mitgebracht. Das wurde normalerweise von den Frauen gebacken, aber die Session ist ja eng, wo zickert man nicht. Also vielen, vielen Dank. Die Jungfrau hat uns diese beiden Chalot mitgebracht, dieses geflochtene Brot, das wir traditionell am Freitagabend zum Kiddusch verwenden. Und ihr seht, diese Jungfrau kann viel, sie kann auch Challe backen. Vielen Dank, liebe Jungfrau, lieber Antonis. Ja, und der Bauer, der hat euch einen Apfelbaum mitgebracht, ein Setzling. Und ich weiß, dass ihr einen tollen Platz dafür finden werdet, sodass ihr im nächsten Jahr dann die Früchte ernten könnt. Und weil dieser Bauer so lang und so hübsch ist und mit diesem Federbusch, den er oben hat, ja mehr als 3 Meter hat, ist auch das Bäumchen, das er uns geschenkt hat, das ihr hier seht, bis da oben hin ein riesiger 3 Meter Apfelbaum. Lieber Bauer, wenn wir die Äpfel essen nächstes Jahr, wir essen sie alle auf deine Gesundheit. So, und auch wir rufen aus, ob Kölle, die jüdische Gemeinde und der Fastelehr mit Remer von Hetze, Kölle! Ja! Jüdische Gemeinde! Ja! Kölle! Der Sultan hat Dusch, der Sultan, der Sultan, der hat Dusch.
Das Besondere an war das Weihgeschirr. Das ist einfach toll. Die kommen hierher, ganz locker, fühlen sich wohl, sind nett, antworten auf die Fragen der Kinder in einer Art und Weise, dass es einen umhaut und haben die Kinder auch schöne Fragen gestellt. Und das Ganze ist doch erhebend. Das ist doch einfach schön. Man fühlt sich umso integraler als Teil von Köln, der wir ja auch sind. Und das wird jetzt an der Stelle erneut manifestiert. Wunderbar.